Eigentlich komme ich ja vom Tanz und ich arbeite mit Video, Fotografie und Performance. Und in den letzten Jahren habe ich auch Gesamtinstallationen gemacht in leerstehenden Schlössern, Villen, Hotels. Ich war jetzt auch in einer Kirche letztes Jahr und habe da so Großinstallationen gemacht. Und was mich eigentlich interessiert, ist Körper und Raum. Also ich integriere meinen Körper in ganz spezielle Räume, indem ich ihn inszeniere. Ich kreiere Figuren und Persönlichkeiten, die dann einen Kontrast bilden, irritieren oder sich auch einfügen wie ein Chamäleon. Ich möchte, dass sich der Betrachter Fragen stellt. Ich möchte ihn aufwecken und aufrütteln. Ja, ich möchte ihn entführen in eine andere Welt, in eine Welt, wo alles ein bisschen Kopf steht, wo die Dinge wieder zu leben beginnen. Und ja, auch so mit dieser roten Frau auf dem Marktplatz, die zurzeit mal absent ist, mal präsent, mal kann man sie sehen auf dem Kran, mal ist sie in der Baugrube, mal steckt sie an einem Rohr, immer in ganz skurrilen Positionen. Und das bildet dann auch einen enormen Kontrast zu dieser männerbesetzten Baustelle. Und ja, ich wünsche mir, dass sie allgegenwärtig ist und dass sie die Leute vielleicht auch mitnehmen in ihre Fantasie und vielleicht wiedererkennen in Karlsruhe oder auch anderswo.